Hallo Leute und herzlich willkommen bei Bartime Insane. Hier ist euer Dark Gizmo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Resident Evil. Muss ich denn da raus? Ja. Oder komme ich daher? Nein, oder? Nein, ich bin von da drüben gekommen. Ich muss da raus. Hier sind die antiken Münzen, die ich leider nicht schaffe. Bam. Wo ich mir auch hin muss. So, nachladen ist immer gut. Da habe ich drei. Die ist doch mal cool, oder? Was immer das auch ist. Oh oh. Fuck. Hallo da hinten. So, die hier. Kann man das irgendwie rausgeben? Ja, die will ich da oben haben. Die will ich da oben haben. Ich kann ihn nicht benutzen. Was war denn das jetzt? Du Sau, du. Ist da noch irgendwo jemand? Ich höre doch etwas. Hallo? Hallo? Ein Stoff. Gut. Oh, da ist er. Oh, der Knopf. Na komm. Wenn ich mal hier auch hin war, ich scheiß mich gerade in die Hosen. Das geht nach unten, nämlich wieder Fenster. Nein! Fenster böse! Naja, so finster ist doch gar nicht. Hallo? Nein.
Schwarzwild. Schaut doch gut aus. Ich will ihn auch immer irgendwie. Ändern. Okay. So, und das wieder für ein Arschloch. Ich hab kein Blut. Ich hab ein bisschen ein paar Chemikalien mit. Huske, huske, huske. Ja, tut mir leid. Irgendwo ist einer. Ich höre die doch. Gut, da geht's weiter. Ich muss ja gestehen, das gefällt mir nicht. Sehr schön. Wie ich mich benutzen kann, weil ich nicht weiß, wie man das ändert. Das muss doch hier irgendwo gehen, oder? Oh oh. Stirb doch. Du Gurken. Du Gurken. Trotzdem will ich das Messer hier nicht haben. Nein. Egal. Was mache ich? Gleich. Wohlbekommt. Wir halten einiges aus, die Scheißviecher. Will ich nochmal hier sagen. Das gefällt mir gar nicht. Gar nicht gefällt mir das. Juhi, bella musica. Ja, ich bin nervös, ich muss singen. Oh.
Oh, na klar. Gesendet Freitag, 16. Juni 2015. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denken immer noch, dass sie mich hat. Müsste echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eines. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Mia, das Mischstück, ist immer noch irgendwie zwischen Eve, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden. Also ich habe sie in einer Zelle eingesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber sie scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sich sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sich alles mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinekram aufräumen muss, wenn niemand Neues kommt. Übrigens sieht Eve krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Dem, dem, dem. Ja, ich haben wollen. Ich nicht Platz. Was ist denn das für ein Kacke da eigentlich? Flintenmunition. Auch nicht. Weg. So. Und schon haben wir da Platz. Was wenn ich mal einen Föller mache? Ich drohe durch. So. Genau, wer weiß, was gut ist. Was haben wir da alles? Da ist nix. Da liegt zum Speichern. Nee. Aber auch keine Kiste. Gut, dann gehen wir wieder. Habe ich jetzt ein Gegenmittel? Yeah. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. Okay. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der NextBus-Initiative Next Generation Experiment Battlefield Superation, keine Ahnung, was heißt, der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfen des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalem Direktkontakt in großem Stil neutralisiert. Die NextBus-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dieses die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch für
auch die für den eigentlichen Kampf praktisch auf null reduziert, ist es kein Wunder, dass Bum 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 und selbst die Bum 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 Organisation von Blaschblaschbla sich rausschützen. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von Punkte, Punkte, Punkte im Punkte, Punkte, Punkte gewesen. Im erstaunlichen fortgeschrittenen Ficarizial Evolution Fungus, ich kann das nicht lesen heute, den wir gewöhnlich als Mutant Z bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder der Biowaffen sah vor, dass Mutamycet Gnom einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diese dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren. Die daraus ersehnten Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der unpraktikablen und fehlerhaften A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Alle äußeren Erscheinungen wurden inhaltlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfachen Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähige Mutter nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Wie auszuscheiden? Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält. Aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autonitor phänomenal ähnlich die Bakterien der Art Pseudomanas Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigten, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich der Mutamycet-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper Guten Tag. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen und aus... Ich will das nicht lesen. Obwohl... Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Propagation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben dieses Superorganismen die Melothet getauft. Angelehnt an die Wörter Molt, Schimmelpilz und Moltet geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unabsichtlichen Infektionen kann ein spezielles fungistisches Serum gewonnen werden. In den Gewebeproben von Evelyn einer unterzogen werden. Das Serum einer infizierten Person zu indizieren, sorgt für eine Kalzifikation der Myszellen, aber wenn die Zellen der Person schon weitgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren
Individuen und nicht deren Heilung. Wenn das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dieses Effekt auf äußerst steigern könnten, wenn wir es aussetzen. Wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekotoxin nennen und das selbst in kleinster Dosis. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf ein Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familie einer sich besser zu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie eine von ihren wahrgenommenen Fehlern von Liebe in ihrer abgeschimmerten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Ah, hallo. So. Sehr schön. So, Leute, ich werde nicht speichern, aber ich werde hier Granaten nehmen. Ich brauche nicht speichern. Aber da fliege ich die falsche Tür raus. Bin so cool zum Speichern. Ach du Fuck. Guten Tag. Eine Tür. Nein, nicht wieder Wasser. Fuck, oder? Alter. Alter, die Waffe ist geil.
Okay. Oh, die Musik macht mich wahnsinnig. Ich weiß, ich bin ein bisschen ruhiger, aber ihr wisst ja warum. Es macht mich gerade fertig, aber sowas von. Kann ich gar nicht sagen, wie sehr.